Hurra, wacht auf, steht Mann für Mann. Wer nur den Arm kann regen, hurra herbei. Wer kämpfen kann, hurra dem Feind entgegen. Viel tausend sich erheben zum Kampf auf Tod und Leben. Als im Lenz das Eis getroffen, greift nun zu den Waffen, ihr deutschen Männer. Viel tausend sich erheben zum Kampf auf Tod und Leben. Über die Berge gezogen. Im Schnee damals war noch eine kleine Eiszeit, da hat es zu dieser Zeit noch geschneit. Und der Heckerzug ist durch Schneesturm, also von Lenzkirch nach Bernau gelaufen. Zum Schuss auf Lützenfüchse im großen Vaterland, heraus die Schafe bringen aus engem eisernen Schrein. Bald sollt ihr lustig springen im männlichen Verein. Die Freiheit mag so wenig bei euch zu trinken sein. Zu Freude bei und wenig auf stillen Kämmerlein. Parlament, das Leben nimmt kein End. Ja, zu Frankfurt an dem Main, die Wäsche, die ist nicht rein. Die Fürsten und die Fürsten, ja, die bleiben doch immer noch Fürsten. Und die Mohren bleiben Mohren, trotz aller Professoren. Parlament, das Leben nimmt kein End. Im
aller Parlament, das Reden nimmt kein End. Aller Parlament, das Reden nimmt kein End. Im Parlament, das Reden nimmt kein End. Zu Frankfurt an dem Main ist alles Trug und Schein. Alt Deutschland, das bleibt zersplittert und das Kapitol erzittert. Umringt von Feindesgaggern, die Gänse Gigergaggern. Parlament, das Reden nimmt kein End. Im Parlament, das Reden nimmt kein End. Im Parlament, das Reden nimmt kein End. Im Parlament, das Reden nimmt kein End. Zu Frankfurt an dem Main, ja, da schlagt der Teufel doch mal rein. Jetzt steht die Welt in Flammen und die Schwarzen doch all noch, auch in Berlin noch zusammen. Ja, wie lange soll das dauern, dem König jetzt endlich mal Schach, ihr Bauern? Den Freiheiten für Presse, Gewissen, Versammlung, Vereinigung, Wissenschaft und Lehre verlangte man gleiche Bildung für alle, ein demokratisches Volksheer und Geschworenengerichte. Mindestens genauso selbstverständlich erscheinen uns die sozialen Forderungen. In Artikel 8 heißt es, wir verlangen eine gerechte Besteuerung. Jeder trage zu den Lasten des Staates bei. An die Stelle der bisherigen Besteuerung trete die progressive Einkommensteuer. Und in Artikel 10, wir verlangen Ausgleichung des Missverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital. Die Gesellschaft ist schuldig, die Arbeit zu heben und zu beschützen. Wer wollte dem widersprechen? Und trotzdem ist die Umsetzung der beiden Artikel selbst in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht in dem Maße gelungen, dass es dem Anspruch auf soziale Gerechtigkeit genügt. Dass der Ruf nach Freiheit auch im Markgräflerland präsent war, zeigt eine Grußadresse vom November 1847 an die liberalen Kantone im Sonderbundsantrieb mit Unterschriften aus Lörrach, Steinen, Weil, Eimeldingen, Efringen und Egringen. In dem Kampf sehen wir nicht bloß einen Schweizer Krieg, sondern einen Kampf für die Freiheit aller, für Licht und Wahrheit überhaupt. Einen Kampf im Namen der Kultur und der ewigen Menschenrechte. Denn in der Verbindung steht der Mensch, dass jedes Stück Land, welches auf dem heiligen Boden der Freiheit erobert wird, ein Gemeingut, ein Gewinn für alle ist. Als im Februar 1848 der revolutionäre Funken von Frankreich nach Deutschland übersprang und im darauffolgenden März die Fürsten innerhalb des Deutschen Bundes vielen Forderungen nachgaben, schienen sich die Hoffnung auf Veränderung zu erfüllen. Selbst die Wahl für ein nationales Parlament, das in Frankfurt in der Paulskirche tagen sollte, war zugesagt und beschlossen. Auch in Offenburg hatte die Versammlung diesen Artikel 6 verlangt. Die nationale Einheit unter den symbolischen Farben Schwarz, Rot, Gold war für Demokraten und Liberale ebenfalls eine Freiheitsforderung. Nicht zuletzt deshalb hatten die Fürsten diese Farben und den Ruf nach nationaler Einigung seit 1815 vehement unterdrückt und verfolgt. Auch in Lörrach wurden Anfang März die Offenburger Forderungen nach Freiheit und Wahl eines deutschen Parlaments ungeduldig unterstützt. Rings um uns lodern die Feuer der Freiheit empor. Überall erheben sich die Völker mit den Waffen in der Hand, die ihnen gebührenden Rechte zu fordern. In Deutschland allein ist es still und ruhig. Ist es etwa still und ruhig, weil es schon im Besitz der Freiheit ist, die es mit Recht fordern kann? Nein, diese Rechte und Freiheiten sind uns verheißen, aber nicht gegeben. Sie sind verheißen als Dank dafür, dass Deutschland vor 30 Jahren das Joch fremder Knechtschaft zerbrach und seinem Gut und Blut den Fürsten ihre Throne wieder eroberte. Soll vielleicht das deutsche Volk noch einmal zu lange warten, bis man ihm endlich gibt,
was ihm schon längst als geschworenes Recht gehört. Nein, länger in Geduld zu verharren, wäre Verrat am Vaterland. Wo schert man nicht ein, den finsteren Kerker, das alles sind rein, vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Verhindert keine Baume, verhindert keine Stück, verhindert alle Glauben der deutschen Republik. Tausend Jahre der Integration, wieder in den Hunden von der Reaktion, dass der Blut und diese Züge wahrlich, es sehen auf die Feier die deutsche Republik. Schlaf, mein Kind, schlaf weiß, dort draußen geht der Preuß. Und aber weiß, wie lange er geht, bis das die Freiheit aufersteht. Und wo dein Vater liegt, mein Schatz, da hat noch mancher Preuße Platz. Schweiß, mein Kindlein, schweiß, dort draußen liegt der Preuß. Schweiß, mein Kindlein, schweiß, dort draußen liegt der Preuß. Scheiß, mein Kindlein, scheiß, dort draußen liegt der Preuß. Es klingt dein Name stolz und prächtig im ganzen deutschen Vaterland. Und jedes Herz erzittert mächtig, wenn dieser Name wird genannt. Ihr kennt ihn wohl, den edlen Mann. Stoßet an, es lebe Hecker, stoßet an. Feuer!